Hallo, heute zeige ich euch, wie die Nolino zu häkeln geht. Dies ist Teil 1. Dazu benötigen wir weiße Wolle, schwarze Wolle, grüne Wolle, braune Wolle, Häkelnadel, Wollnadel, Schere, Füllwatte. Wir häkeln als erstes einen Fadenring mit 6 festen Maschen. Nun wird jede feste Masche verdoppelt. Nun folgt eine Runde, wo jede zweite feste Masche verdoppelt wird. In dieser Runde wird nun jede dritte feste Masche verdoppelt. Nun geht's weiter mit 3 Runden, wo in jede feste Masche eine feste Masche kommt. Nun geht's auch schon mit den Abnahmen los. Wir häkeln die erste Runde mit 2 feste Maschen. Die dritte und vierte feste Masche wird nun zusammengehäkelt. Dazu benutze ich die unsichtbare Masche, wo ihr auch ein Video auf meinem Kanal findet. In dieser Runde geht es nun weiter mit einer festen Masche, die zweite und dritte wird nun zusammengehäkelt. Nun wird der Kopf ausgestopft. Nun am Schluss des Kopfes werden wieder jeweils 2 feste Maschen zusammengehäkelt und dies bis der Kopf geschlossen ist. Als nächstes werden 8 feste Maschen gehäkelt, damit wir mit dem Schnabel beginnen können. Nach diesen 8 festen Maschen wird gewendet. Nun wird eine Reihe fester Maschen gehäkelt. Dabei aufpassen, die ersten 2 und die letzten 2 festen Maschen werden zusammengehäkelt.
Nun wird wieder eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Nun wird wieder eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Nun wird eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Dabei aufpassen, die ersten zwei und die letzten zwei festen Maschen werden zusammengehäkelt. Nun wird wieder eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Nun häkeln wir zweimal zwei feste Maschen zusammen. Ist der erste Teil des Schnabelten fertig, wird genau gegenüber die letzten Reihen wiederholt, damit wir einen kompletten Schnabel erhalten. Als nächstes werden Hals, Körper und Schwanz in einem gehäkelt. Wir häkeln als erstes einen Fadenring mit 6 festen Maschen. Nun wird jede feste Masche verdoppelt. Nun folgt eine Runde, wo jede zweite feste Masche verdoppelt wird. Nun werden 12 Runden gehäkelt, wo in jede feste Masche eine feste Masche kommt. Die Runde wird begonnen mit 6-mal jede zweite feste Masche verdoppeln.
Und die Runde wird nun mit festem Marschen beendet. Eine Runde feste Maschen häkeln. Nun wird die Runde mit 5-mal jede dritte feste Masche begonnen. Und die Runde wird nun mit festen Maschen beendet. Eine Runde feste Maschen häkeln. Diese Runde wird nun mit 5-mal jede vierte feste Masche verdoppeln begonnen. Und die Runde wird nun mit festen Maschen beendet. Eine Runde feste Maschen häkeln. Diese Runde wird nun 5-mal jede fünfte feste Masche begonnen. Und die Runde wird nun mit festen Maschen beendet. Nun folgen 7 Runden, wo in jede feste Masche eine feste Masche kommt. In dieser Runde häkeln wir nun zuerst 4 feste Maschen, die 5. und 6. feste Masche wird wieder zusammengehäkelt. Weiter geht's in dieser Runde mit 3 festen Maschen. Die 4. und 5. wird wieder zusammengehäkelt. Eine Runde feste Maschen häkeln.
Nun geht's auch schon mit den Abnahmen los. Wir häkeln die erste Runde mit 2 feste Maschen. Die dritte und vierte feste Masche wird nun zusammengehäkelt. Dazu benutze ich die unsichtbare Masche, wo ihr auch ein Video auf meinem Kanal findet. Eine Runde feste Maschen häkeln. In dieser Runde geht es nun weiter mit einer festen Masche, die zweite und dritte wird nun zusammengehäkelt. Auch wieder mit der unsichtbaren Masche. Nun werden die schon fertigen Hals und Körper ausgestopft. Ab der nächsten Runde häkeln wir nun 5 Runden, wo in jede feste Masche eine feste Masche kommt. Weiter geht's in dieser Runde mit 3 festen Maschen, die vierte und fünfte wird wieder zusammengehäkelt. Ab der nächsten Runde häkeln wir nun 5 Runden, wo in jede feste Masche eine feste Masche kommt. Nun wird auch noch der Schwanz ausgestopft. Nun am Schluss des Kopfes werden wieder jeweils 2 feste Maschen zusammengehäkelt und dies bis der Kopf geschlossen ist.
Dies war nun Teil 1 von Dinolino. Teil 2 kommt in den nächsten Tagen. Bis bald.